Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute lese ich aus Römer 8, die Verse 1 bis 2. Also es ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ein starker Vers, wirklich. Es gibt kein Verdammnis in denen, die in Christus Jesus sind. Ja, wir manchmal sehnen uns Fehler. Ja, wir sagen, Jesus, vergib mir, ich habe da nicht richtig gedacht, ich habe da nicht richtig getan, ich habe irgendwie was, Jesus, vergib mir, kommen wir immer wieder zu ihm. Aber es gibt kein Verdammnis, wenn wir in ihm sind. Das heißt, wenn wir mal ihn angenommen haben, wenn wir gesagt haben, wir sind Sünder, Jesus, sieh in mein Herz hinein. Ich weiß, du bist für mich geboren, du bist für mich gestorben, du hast meine Sünden also aufs Kreuz genommen und nun bin ich in dir, dein Kind, deine neue Kreatur. Wenn wir das glauben und wir sind in Christo Jesus, dann gibt es keine Verdammnis. Ganz wichtig zu wissen. Und da denke ich immer wieder an Luther. Ja, Luther hat ja so studiert das Neue Testament und hat gelesen immer wieder und hat sich gesehen als Sünder, der eigentlich kein Recht hat auf Gnade Gottes und schon im Kloster hat immer wieder gebetet und immer wieder war es ihm eigentlich so schwer, das Ganze. Und dann liest er Römerbrief. Und in dem Römerbrief hat er verstanden eigentlich seine Gerechtigkeit, aber er nimmt die Gerechtigkeit von Jesus an. Und dann hat er geglaubt und dann sagt er diesen berühmten Satz, was Luther sagte, also Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ja, Christi Blut und Gerechtigkeit, er zieht dieses Kleid von Jesus an und ist in seinen Augen gerecht und es gibt keine Verdammnis in ihm. So wunderbares Wort, das mir auch so eigentlich Freude bereitet, weil immer wieder der Teufel wird immer sagen, also hier hast du falsch getan, hier hast du etwas nicht vollständig, hier konntest du nicht alles tun. Und so weiter. Und dann kann man sagen, nein, ich bin in Christus und Christus führt mich. Ich lebe nicht nach dem Fleisch, aber nach dem Geist. Ganz wichtig. Und da ist mir eine Hilfe, wenn ich denke an diese Geschichte von dem Prophet Bileam. Das lesen wir in 4. Mose. Es ist eine ganz interessante Geschichte. Da ist das Volk Israel gegen das Volk von Barak gestanden. Und da musste ein Kampf also zustande kommen. Und dann der König Barak, der sagt, Mensch, ja, Israel, da ist Gott mit ihnen. Da muss man jemanden finden, der sie verflucht. Und dann können wir siegen. Und dann gehen sie zu diesem Prophet Bileam. Das war ein besonderer Mann, dieser Bileam. Der war ein fremdes Volk, aber er wusste von dem Gott Israel. Und er betete zu ihm. Und da kommen zu ihm also diese Fürsten von dem Barak und sagen, komm, verfluche das Volk Israel. Ja, haben ihm viel Geld gebracht, Geschenke. Und dann aber Bileam sagt, ich muss beten. Ich muss sprechen mit Gott. Und dann geht er und betet und Gott gibt ihm ganz klare Anweisung, mach das nicht. Und er kommt raus und sagt, ich kann nicht gehen, es geht gegen Gott, ich kann ihn nicht verfluchen. Und dann gehen diese Fürsten weg und ja, irgendwann kommen sie das zweite Mal und bringen noch mehr Geschenke und wirklich also diesen Ruhm und Ehre, was sie mit sich gebracht haben, also wenn er da mit dem König kommuniziert und so. Und dann geht Bileam noch einmal ins Gebet, obwohl er ganz klar wusste, Gott will es nicht. Und dann sagt Gott, weil er sein Herz sieht und sagt, okay, gehe. Er hat gesehen, dass es Geld und die Ehre und alles hat ihn so verführt. Und dann geht er, setzt er sich auf seinen Esel und reitet dorthin. Und auf einmal geschieht etwas Übernatürliches. Der Esel beginnt zu reden mit Menschenstimme, stellt euch vor. Und er sagt, man will nicht gehen, weil er vorne einen Engel sieht mit dem Schwert und er geht nicht. Und Bileam schlägt ihn, komm, wir müssen doch... Und dann auf einmal spricht der Esel, schau mal, der ist doch der Engel Gottes. Wir dürfen nicht gehen. Ja, dann ist doch trotzdem Bileam so weit. Und wo er dort war, er konnte nicht das Volk Israel verfluchen. Und dann sagt er ein ganz interessantes Wort, und das möchte ich jetzt lesen in 4. Mose 23, 21 bis 22. Gott, der Herr, erblickt keine Ungerechtigkeit in Jakob und sieht kein Unrecht in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Jubel, Geschrei, wie um einen König in seiner Mitte. Gott hat ihn aus Ägypten herausgeführt. Sein ist die Stärke wie Wildochsen. Ja, ganz interessant, was er sagt. Gott hat in Israel keine Sünde, kein Unrecht gesehen. Ja, Sünde vielleicht, aber kein Unrecht, keine Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie man das besser ausdrücken kann, wie jetzt hier auch die Elberfelder Bibel sagt. Und für die im Volk Israel waren schon Sachen, die haben mal gemurrt, die haben mal was getan.
Aber das war in ihnen. Gott hat mit ihnen gearbeitet. Er hat sie bestraft und so weiter. Aber für das Volk außen hat man keine Ungerechtigkeit in Israel gesehen. Ja. Und das konnte auch Bileam nicht anders. Er hat das Volk nicht verflucht. Er konnte es nicht. Er hat zwar dann einen falschen Rat gegeben im Balak, aber wir sehen, er hat zu viel auch, er musste dann auch sterben für das auch. Ganz interessant, diese Bibel muss man lesen. Ein kluger Mensch, der mit Gott in Verbindung war und doch wir hier ungerecht gehandelt hat. Möge der Herr uns die Gnade geben. Und wir sollen aber aus diesen Lektionen lernen, es gibt kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keinen. Und wenn der Teufel kommt, mein Gott, will ich verklagen und sagen, nein, du bist nicht in Jesus. Nein, wir sind in Jesus, weil wir ihn angenommen haben und weil wir leben in Jesus Christus. Der Herr möchte uns dazu Gnade geben. Amen. Musik.